So, wir befinden uns in der Situation, wir wollen Daten in unser Projekt importieren. Dazu haben wir unser Modell gebaut. Hier mal ein kleines Beispielmodell. Das wollen wir jetzt in unser Unreal-Projekt bringen. Bedeutet also, wir müssen es exportieren über den Standard-Dialog. Man kann sehen, das habe ich schon gemacht. Wichtigste Einstellung ist hier der Smoothing Edge und dann Export. Okay, erledigt. Kann ich also Programm zumachen. Jetzt geht es darum, mein Perforce Depot Workspace zu erstellen. Perforce hatten wir schon kennengelernt, den Client hoffe ich zumindest. Der Client bietet uns also eine GUI-Zugangsansicht zu unserem Perforce-Server, auf dem Depots sind. Depots sind im Prinzip Repositories, in denen wiederum die Daten liegen. Als Beispiel möchte ich jetzt gerne unser Projekt Digitaltag nehmen. Ich werde allerdings als erstes das Projekt Boxing einmal zeigen, weil Boxing im Moment noch leer ist und ich möchte an der Stelle zeigen, was man machen muss, um ein Repository zu initialisieren. In den meisten Fällen werden die meisten ein Repository bekommen, das schon vorinitialisiert ist. Dieses VR-Boxing ist also leer. Ich bin jetzt hier mit der Depotansicht auf dem Server. Ich kann hier eigentlich nicht so fürchterlich viel sinnvolle Sachen machen. Was ich allerdings hier machen kann, ist in den Reiter Workspaces zu gehen und das Schema ist halt so, dass man einen Workspace anlegt, in dem man ein Depot auscheckt und in dem dann gearbeitet wird, lokal. Zum Anlegen eines Workspaces reicht es nicht, über die Datei, über die Laufwerksbuchstaben auf die Daten zuzugreifen. Das wäre natürlich schön, aber leider funktioniert die Welt so nicht. Sondern wir müssen uns einen Workspace anlegen. Ein Workspace folgt immer einem bestimmten Namensschema und dieses Namensschema entspricht halt dem Usernamen, dem Rechnernamen und dem Depotnamen. Dazu kann man sehen, habe ich schon einige ausgecheckt. Was ich noch nicht ausgecheckt habe, ist halt das UE4 VR Boxing. Dazu lege ich mir jetzt ein neues Workspace an. Jetzt kommt der Dialog, wo man halt genau diese Username, Rechnername und Depotname angibt. Unser Depot nennt sich UE4 VR Boxing. Man kann sehen, er ändert hier automatisch auch den Pfad. Das Wichtige hier ist, da sollte man den Pfad angeben, den man ausgewählt hat, wo alle seine Workspaces liegen sollen. Im Labor sollte das auf jeden Fall das Laufwerk D sein, weil alle anderen Verzeichnisse werden immer zu klein sein, denn auch die Depots sind sehr groß, weit im Gigabyte-Bereich. Gegebenenfalls haben Sie nicht diese Ansicht, sondern eher diese Ansicht, die ist ein bisschen verwirrender. Ist aber im Prinzip dasselbe, nur in einer anderen Darstellung. Und was komplizierter ist, im Moment sind alle Depots angewählt. Das heißt, wenn ich jetzt auschecken würde, also okay sagen würde, dann würde er versuchen, alle Depots in meinen Workspace zu packen, was möglich ist, was aber nicht sehr sinnvoll ist. Also versuche ich, das in eine andere Ansicht zu bringen, in der ich schneller und besser arbeiten kann. Wir haben hier oben unser UE4 Boxing. Projekt. Jetzt kann ich einfach mit einem, wie in einem Texteditor alles löschen, was ich nicht drin haben möchte. Und habe damit jetzt mein UE4 VR Boxing ausgewählt. Ich sage, ich möchte automatisch alle Revisionen bekommen und wenn alle Einstellungen korrekt sind, gebe ihm Feuer. Das, was jetzt noch nicht gemacht wurde, ist natürlich, es sind keine Daten drin. Ich habe jetzt hier nur die Ansicht. Ich kann hier keine Daten wirklich hinzufügen. Was ich jetzt machen muss, ist auf das Verzeichnis zuzugreifen und bei einem neuen Repository muss ich etwas machen, was ein bisschen ungewohnt ist. Ich muss nämlich ein Verzeichnis anlegen, das exakt so heißt wie das Depot. Konsequenz, wenn man es nicht macht, man kann keine Daten hinzufügen.
was ich jetzt hier anlege. Meistens kopiere ich mir das aus einem anderen Projekt. Die Ignore-Datei. P4Ignore entspricht ungefähr dem, was im Gitignore etc. drin steht. Das ist also eine neue Datei und was ich jetzt hier noch machen möchte, ist einfach mal eine Textdatei anzulegen. Die lege ich meistens an README. So, diese beiden Dateien sind jetzt neu. Die tauchen hier noch nicht auf. Warum tauchen die noch nicht auf? Weil der Perforce-Client immer so arbeitet, dass nur etwas neu auftaucht, wenn ich das will. Okay. Jetzt aktualisiert. Er hat jetzt das Verzeichnis gefunden und auch die gitignore. So, wenn ich jetzt auf das Verzeichnis gehe und Add drücke, dann sollte er alle Daten hinzufügen. Der Dialog, der erst kommt, ist auf dem anderen Schirm. Was gemacht wird, ist, sie werden alle Daten, alle Änderungen werden immer in eine Changelist gepackt. Und diese Changelist legt er jetzt an. Das kann man auch automatisieren und so, dass das nicht angezeigt wird. Ich lasse es immer an, ein bisschen mehr Kontrolle. Und okay, so. Jetzt habe ich hier unten die Message: zwei Files opened for add. Das heißt also, diese Dateien sind hinzugefügt worden. Wenn ich dieses Verzeichnis mit dem Depotnamen nicht angelegt hätte, dann hätte man das Problem, dass die Dateien nicht hinzugefügt werden können, weil die Verzeichnisstruktur nicht stimmt. In diesem Fall funktionierte das. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann submitten. Kommt wieder ein Dialog auf dem anderen Schirm. Jetzt gibt es den Command. Für mich ist das die Initialisierung. Hier kann man nochmal sehen, welche Dateien und submit. Und jetzt sind diese beiden Dateien hochgeladen und wir haben jetzt eine Versionierungsnummer. 1 von 1, weil halt noch keine anderen Daten da sind. Ab sofort ist das Repository also nicht mehr leer. Das heißt, wenn ich das jetzt auschecke, ist alles schon da, genauso wie hier. Das ist der normale Weg. Jetzt kommt das Arbeiten mit einem Unreal-Projekt. Dazu wähle ich mir mal meinen Digitaltag 2020. Der Digitaltag 2020, da gucke ich erstmal, ob es Änderungen gibt. Get latest, nein, sind nicht da. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe auf das File, das das Projekt des Unreal-Projektes darstellt, Doppelklick und warten, weil das dauert jetzt einen Augenblick, bis das geladen ist, weil das relativ groß ist. Wir werden also gleich ein Modell importieren und ein Modell dann, beziehungsweise das Modell dann committen. Ja, dich brauchen wir nicht. Pling, pling, da klingelt's. Dauert noch. Rechner arbeitet. Wir können schon mal den Ordner mit. Ach so, können wir hier machen. Projekt ist da. Na. Den Ordner mit der Datei. Und zwar ist die das ist unsere Datei. Wir sind jetzt hier im Unreal. Was jetzt noch nicht passiert ist, ist, dass wir das Perforce und Unreal verbunden haben. Dazu gehen wir hier auf Source Control, Connect to Control. Wichtig ist, dass der Perforce Client in unserem Fall auf jeden Fall läuft. Da sollte dann jetzt auch alles korrekt drinne stehen. Jetzt gehe ich nur noch auf Available Workspaces, klicke den Digitaltag an und fertig. Connected. So, ab sofort bin ich also mit meinem Perforce Repository verbunden. Jetzt Meshes und New Tag Kamera. Das ist unser Modell. Drag und Drop funktioniert hier ganz wunderbar. Ich mache das mal als Skeletal Mesh.
Das ist jetzt ein Experiment, das jetzt für euch nicht weiter wichtig ist, sondern hier geht es nur darum, wie funktioniert das Committen. Die Kamera ist da. Kann man hier sehen. Wunderbar. Für meine Zwecke reicht das. Wenn ich die jetzt hier reinziehe, habe ich hier meine Kamera. Naja, gut, da fehlen noch etliche Sachen, also Ständer, Stativ und so weiter. So, jetzt habe ich hier meine Szene verändert. Speichere das mal und jetzt kriege ich den Dialog von wegen hier. Die Szene, die ist noch nicht ausgecheckt, ich soll die auschecken. Oder writable machen. Das keine gute Idee ist, damit arbeitet man am System vorbei. Das muss man nur dann machen, wenn irgendjemand mal krass gegen Regeln verstoßen hat und das System nicht mehr mit den Daten umgehen kann. Wir machen jetzt hier ein Checkout. Checkout. Alles, was damit zusammenhängt, wird jetzt ausgecheckt. Das ist das Schöne. Der Perforce Client und Unreal arbeiten zusammen. Das heißt, Unreal sagt von wegen, hey, da sind Referenzierungen dran. Lieber Perforce Client, tu das doch bitte auch auschecken. Und das macht er dann auch. Das heißt also, ich habe mit meinen Maps hier Veränderungen drin. Ich bin in der Map, wenn ich mich nicht irre. Ich habe die nicht gelockt. In welchem Level bin ich eigentlich? Das ist immer E-Maßstab. Genau der. Und alle anderen, die jetzt auf diese Datei gehen, die würden jetzt hier oben oder hier die Information bekommen, dass ich die ausgecheckt habe. Die habe ich also ausgecheckt. Fragezeichen heißt ja, hat die noch nicht hinzugefügt. Was ich jetzt machen kann, ist die zu adden. Und wir haben jetzt hier unten ein extra Menü bei der rechten Maustaste, Mark for Add. Jetzt kriegen die ein Plus, die sind also geaddet. Und jetzt kann ich tatsächlich hier drauf gehen. Ich könnte auch hier drauf gehen, damit es ja, partieller ist. Check-in. Kommt wieder der Dialog. Was soll ich machen? Add New Tab Kamera. Submit. Submitted to Change List. Und wenn ich jetzt in den Client gehe, dann kann ich mir unter History angucken, was so passiert ist, sofern er es dann halt mitgekriegt hat. Welche Dateien? Wir sind nicht im Verzeichnis, darum kann er die jetzt nicht sehen. Pending. Da kann man sehen, dass der Level noch nicht committed worden ist, weil ich ja nur die einzelnen neuen Dateien hinzugefügt habe. Wenn man hier diese Reiter nicht hat, an die kommt man dran, indem man über View dann sagt, okay, ich möchte hier History haben. Und jetzt hat er die History auch aktualisiert. Das macht er nämlich nicht ständig, sondern immer nur auf Anfrage. Und jetzt kann man auch sehen, wer die Sachen hinzugefügt hat und was er gemacht hat und wann das war. Relativ einfach. Wenn jetzt jemand anderes an dem System wäre, dann könnte man halt sehen und dann würde ich die Dateien auch nur lesen und öffnen können. Soweit erstmal zu dem Unreal Client für Perforce.